Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es, wie ihr es gewünscht habt, die Review zu der Huda Beauty Creamy Natural Bronze Palette. Also wenn ihr sehen wollt, was ich dazu zu sagen habe, Augenswatches, Swatches, Look und so weiter, bleibt dran, es geht direkt los. Ihr wolltet alle eine Review zu dieser Palette, also kriegt ihr die jetzt auch. So, ich habe wirklich, also ich habe, ich mache ja oft First Impressions und so, ne? Gerade auch so zum Beispiel, was Natasha Denona angeht und so weiter und so fort. Ich habe die sehr, sehr, sehr eingehend getestet und deshalb sprechen wir darüber. Ich mache mir jetzt erstmal einen Lidschattenprimer aufs Auge und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hinkriege, dass diese Ich habe keine Ahnung, wie ich es hinkriege, dass diese Lidschattenpalette auf meinem Auge bleibt. Es ist einfach so, ich falle hier gleich mit der Tür ins Haus. Ich kriege es einfach nicht hin, dass das wirklich auf meinem Auge sitzt und nicht creased. Das ist es wirklich. Ich würde heute mal ein Experiment machen. Das macht ja Danissa Myricks auch. Die macht quasi, bevor sie den Creme-Lidschatten benutzt, ein Puder-Lidschatten darunter. Und das werde ich jetzt hier auch ausprobieren. Denn in dieser Palette von der guten Huda, ihr könnt schon sehen, es ist schon ziemlich verrammelt. Mir hat auch eine Abonnentin geschrieben, sie hat die andere Variante und hat einen Ton irgendwie dreimal benutzt und hatte schon Hit the Pan und war da ein bisschen enttäuscht. Dieser Ton hier, das ist der Setting-Ton, das ist der einzige laut Huda Puder-Lidschatten hier drin. Und den soll man zum Setten benutzen. Und ich zeige euch gleich die Augenswatches, da kann man das ganz gut sehen. Da habe ich den über einen Lidschatten drüber und es sieht dann halt einfach nicht schön aus. Also ich finde, es sah dann auf meinem Auge sehr trocken und staubig aus. Die Farbe ist natürlich etwas zurückgenommen und ja, das war nichts. Deshalb würde ich das jetzt gerne umgekehrt machen. Ich weiß, es gibt ganz viele, die sagen, ich sette meinen Lidschattenprimer, dann hält mein Lidschatten besser. Ja, kann ich nachvollziehen. Bei Puder-Lidschatten, finde ich, ist es aber so, dass man dann oft das Problem hat, finde ich, dass der Puder-Lidschatten auf dem Puder, was man ja dann schon darunter hat, nicht mehr so rausknallt. Deshalb bin ich schon vor Jahren dazu übergegangen, meine Lidschattenbase nicht zu setten. Also Lidschattenbase und direkt Lidschatten drauf, weil es einfach besser sticky oder drauf haftet, als wenn du ein Puder hast. Das kann man so oder so sehen und so oder so machen und dementsprechend mache ich das schon immer so. Heute machen wir es aber anders. Ich puder heute hiermit und dann gucken wir mal, was passiert. Aber als allererstes zeige ich euch die Augenswatches. Und zwar habe ich einfach so ein bisschen, ja, drauf gemacht. Ich rutsche mal ein bisschen zur Seite, gucke nochmal nebenbei mit auf mein Handy. Und ich habe zuerst die beiden Töne genommen, und zwar den hier und den da. Ja, also den hier, den, ihr könnt es ja sehen, also den sieht man eigentlich auf meinem Auge gar nicht. Das ist eine Farbe, die kann man sich einfach vollkommen sparen. Und bei diesem Ton hier, ja, ist es eigentlich ähnlich. Also das sind beides Farben, die ich überhaupt nicht brauche. Gar nicht brauche. Den anderen, den kann man schon ein bisschen erahnen. Aber für hellere Leute ist das sicherlich was. Dann habe ich diesen Ton benutzt. Es ist eigentlich bisher so mein Lieblingston aus der Palette. Den habe ich jetzt schon häufiger benutzt. Der zeigt sich sehr schön, lässt sich sehr, sehr, sehr schön verblenden. Also wirklich überhaupt, die lassen sich verblenden wie ein Traum, ne? Also habe ich jetzt hier nicht so wirklich gemacht bei diesem kleinen Clip.
Aber die lassen sich extrem geil verblenden. Und dann habe ich noch den dunkleren benutzt. Auch der lässt sich super verblenden. Man braucht aber auch da schon, dass er sich zeigt. Also gerade wenn man so einen dunkleren, ich hätte dann gerne einen da drin, mit dem ich so einen richtigen Wing ziehen kann und so weiter und so fort, der richtig intensiv ist, ist er nämlich nicht. Und das Problem ist auch, weil den hier habe ich am meisten bisher getragen, man muss einfach sagen, er verschwindet. Also die verschwinden nicht nur, dass sie bei mir creasen, sondern sie verblassen auch extrem. Das finde ich halt sehr, sehr unschön. Dann habe ich diesen wunderschönen Swirly-Ton hier gesehen in meinem genommen. Und zwar erst so ein bisschen den helleren Bereich, der war ja so ein bisschen unterteilt. Mit dem will ich heute auch arbeiten, wobei dieses ganze Verswirlte, gerade wenn das eine Creme ist, das vermischt sich natürlich komplett. Also hier am Anfang könnt ihr noch sehen, habe ich das so ein bisschen den helleren Teil und dann eben noch dann gleich auch den dunkleren Teil benutzt. Und ich finde den Ton auch sehr schön, wobei der jetzt auch diesem hier wiederum relativ stark ähnelt. War halt ein nettes Gimmick, wenn er da so verswirlt drin ist. Aber ihr seht, ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie hier aus meinem Höschen rausspringe und sage, wow, das ist die krasseste Sache, die ich jemals gesehen habe. Ja. Ich glaube, wenn ich nicht das Problem mit dem Creasen so stark hätte, wäre ich zufriedener, denn die Blendbarkeit ist halt einfach wirklich mega geil, ne? Also, ja. Dann habe ich diesen Setting-Ton eben einmal darüber gegeben, über das Ganze. Und guck mal, das sieht ja überhaupt nicht schön aus. Also, na, das ist nicht gut. Dann habe ich diesen Schimmerton hier oben, den genommen. Und was mich da gewundert hat, das ist ja eigentlich, sind das alles Creme-Lidschatten. Der hat wirklich relativ stark gekrümelt und ich hatte auch ordentlich Fallout bei dem. Den finde ich aber auch ganz schön, muss ich sagen. Das ist eher so ein, für mich persönlich, für viele ist es vielleicht nicht so ein Everyday One and Done Ding, aber für mich ist es so, ja, druff und tschüss. Würde ich vielleicht heute auch benutzen. Den hatte ich auch noch nicht so großartig auf dem Auge. Deshalb würde ich den vielleicht heute mal benutzen. Und dann noch diesen hellen Peachy-Ton hier, den habe ich auch schon ein paar Mal drauf gehabt. Ist halt sehr, ja, unspektakulär. Dieser Schimmerton ist ganz schön. Da kann man wirklich noch mal ordentlich was drauf machen. Ja. Ja. Ich sag mal so, alles in allem finde ich die sehr, sehr soft. Und ich finde, auf den ersten Blick sieht sie gar nicht so soft aus. Ich würde jetzt noch mal mit euch ein paar Töne swatchen. Also ich gehe noch mal in die beiden hellsten, wo ich ja gesagt habe, dass man die eigentlich bei mir gar nicht sieht. Und ihr könnt mal sehen, also guck mal, es ist schon sehr, sehr creamy teilweise. Der hier ist nicht so, so dolle creamy. Ich zeige euch die mal. Also einmal den und einmal den. Also auf meiner Hand sieht man schon, das ist der ganz helle, das ist der danach. Das ist so ein bisschen Cream to Powder, bisschen so Richtung, ups, Entschuldigung, so Richtung Natasha Denona, aber Richtung. Dann nehme ich mal den und den, das sind ja die beiden, die ich dann auf dem Auge hatte. Und guck mal, es sieht schon sehr intensiv aus, nur ich finde, wenn man es dann erstmal drauf hat, vor allen Dingen auf dem Augenlid, ich finde, die Swatches sind viel besser, als es auf dem Auge am Ende ist. Oder viel intensiver, sage ich mal, ne? Besser oder schlechter, das ist ja Geschmackssache, ne? Und dann nehme ich jetzt den hier, den kann ich halt nur noch zusammen swatchen, ne? Also da kann ich nicht mehr. Dann den Glitzer hier oben, Schimmer. Dann nehme ich noch den hier. Dann zeige ich euch erstmal den. Und guck mal, das ist der Verswirlte da. Obwohl der ist. Ah, der ist schon ganz. Der gefällt mir, glaube ich, jetzt sogar mit am besten. Dann nehme ich hier den dunkleren Schimmer da oben. Seht ihr? Das ist ziemlich schwach auf der Brust, finde ich. Dann den Peachy darunter. Auch der ist so, ja, das war's.
muss erst mal gucken, was ich auf meinen Fingern habe. Dann nehme ich nochmal den Schimmerton, der für mich tatsächlich, also ganz ehrlich, wenn ihr mir jetzt sagen würdet, das ist kein Creme-Lidschatten, sondern ein ganz normaler Puder-Lidschatten, würde ich sagen, ja, das ist ein ziemlich cremiger Puder-Lidschatten. Das ist, ja, wie so ein Topper. Ich glaube, ich mache heute das überall drauf und den im vorderen Bereich drüber. Da habe ich Bock drauf und das machen wir jetzt auch. Aber wie gesagt, ich werde zuerst, guckt es euch nochmal an, das sind die Swatches, diesen Set-Ton, achso, den kann ich euch auch noch swatchen. Wartet, oh, ich habe überall Glitzer. Von diesem Schimmertopper, der ist sehr hartnäckig. Ich habe den ja eben auf dem Auge auch drauf gehabt. Ich habe immer noch überall hier irgendwas davon. Diesen Setting-Ton, ja, den kann man wahrscheinlich, ja, der ist hier. Bisschen sieht man es, ne? Man sieht jetzt hauptsächlich Glitzer und toll. Diese Hose wollte ich nochmal anlassen. Mein T-Shirt habe ich eben schon versaut. Junge. So, also ich habe ja schon eine Lidschattenbase drauf gemacht. In dem Fall habe ich die von Rare Beauty. Die finde ich ganz gut. Ja, ihr wisst, ich habe ja immer noch nicht die Nonplus Ultra Lidschattenbase gefunden. Von daher teste ich eh immer die ganze Zeit rum. Und irgendwann in meinem Leben kriegt ihr auch noch ein Video dazu. Ich würde einfach straight in diesen Ton hier reingehen und nicht viel anders machen. Ich versuche mal den helleren Teil davon zu kriegen. Weil hier ist ja unten, ist es ja heller eigentlich. Und würde erstmal damit anfangen. Oh krass, ist gerade voll krümelig. Die Farbe ist so geil. Die Farbe ist wirklich, das, die habe ich halt bisher noch nicht benutzt. Die benutze ich jetzt heute auf dem Lid das erste Mal. Aber jetzt so auf, wenn ich jetzt heute diesen Look habe und morgen schminke ich mit den anderen beiden, mit den oberen, die ich jetzt die ganze Zeit schon benutzt habe. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich sehen würdet, dass da ein richtiger Unterschied ist. Dass ihr jetzt sagt, ich Trottel, ich hab den Setting-Ton vergessen. Okay, machen wir auf der anderen Seite. Ich laber. Ihr denkt so, Jennifer. Wahrscheinlich ihr jetzt so am Bildschirm so, nein, du hast vergessen, diesen weißen Ton drunter zu geben. Du dummes Huhn. Aber guck mal, wie einfach, ne? Also es wirklich, die lassen sich wirklich geil verblenden. Und ich habe auch schon einige unter meinen Kommentaren auch bei Instagram gehabt, die gesagt haben, dass sie den total geil finden und die Palette und dass sie bei denen hält. Ne? Also, erstmal den Setting-Ton. Oh, ich laber und laber und laber. So, habe ich jetzt einfach überall drüber gegangen, habe quasi meine Lidschattenbase damit gesettet und jetzt machen wir das gleiche auf der Seite. Ich könnte ja eigentlich die Palette in der Hand behalten, ne? Mal gucken, wie sich das dann verarbeiten lässt. Ja, aber es kommt halt schwieriger aufs Auge. Es ist einfach so, ne? Also von der Intensität. Es ist ja eigentlich nicht schlecht, dass ich sie auf der einen Seite vergessen habe. So kann ich nämlich den Unterschied genau festmachen. Haha. Ob das jetzt irgendwie besser hält, wenn ich den Setting-Ton drunter habe. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt alle sagen, ja, du musst den drüber machen. Blalalala. Aber dann ist für mich die Optik dieser Palette leider nicht mehr so, wie ich die gerne hätte. Dann kann ich auch einfach einen Puder-Lidschatten nehmen. So sehe ich das. Es lässt sich auf jeden Fall, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier deutlich schwieriger verblenden als da. Hier ist schon alles richtig smooth und
Hier muss ich jetzt nochmal gucken, dass ich die Kante so ein bisschen wegkriege. Aber es geht auf jeden Fall auch, ne? Also es ist auch hier absolut möglich. Gib mir die auch gleich unters Auge. Und jetzt denke ich mir so, wenn jetzt hier dieser Ton, wenn der noch dunkler wäre, dann könnte ich mir jetzt noch so einen Wing ziehen. Nur, das wird wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn machen, weil er ist nicht intensiv genug dafür. Okay, und dann nehme ich, bleib einfach bei diesem Pinsel hier, der macht das gerade ganz gut, den Schimmerton. Klopf mir den ein bisschen ab und gib mir den jetzt hier vorne drauf. Ich nehme mal den Finger. Ich glaube, ja, das geht besser mit dem Finger. Vorne intensiv und dann ziehe ich mir den nur so ein bisschen nach oben und rüber und das war's schon. Mach ich hier auch. Und der hat wirklich, der hat sehr stark Fallout hier, dieser Topper. Ich muss auch sagen, also ich habe die Palette jetzt auch wirklich schon, ich sag mal so, 4, 5 Mal benutzt, aber die hat schon sehr, sehr stark gelitten. Also sie sieht echt übel aus. Wobei die dann das Myricks Groundwork, die sieht bei mir auch schlimm aus. Ist auch so richtig verrammelt. Aber die benutze ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig als Grundlage. Ja, Leute. Ja, es ist okay. Es ist, wenn jemand was ganz, ganz Softes für den Alltag sucht, wäre das für mich in Ordnung. Wir sehen ja jetzt die Haltbarkeit, ne? Wir können hier jetzt wunderbar herausfinden, weil ich das ja dann nochmal gesettet habe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht. Ich mache mir mal kurz Wimpern. Ich brauche aber kurz Wimpern und dann geht's weiter. Einmal Wimpern und Augenbrauen gemacht. Ja, Leute, ja. Also guckt es euch nochmal an. Ich warte, hat es schon ein bisschen gecreased. Also, ja. Es hat hier ein Ticken bisher schon mehr gecreased als da. Das hatte ich halt die letzten Male auch. Das ist im Grunde, ich habe es aufgetragen und kurz danach war es schon in der Lidfalte. Also, ja. Ich war, als ich sie gesehen habe und das erste Mal benutzt habe, so mega glücklich, weil sie sich echt so geil verarbeiten lässt. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ganz einfach zu verblenden und das finde ich auch gut. Bei mir funktioniert die Haltbarkeit einfach bisher nicht. So ist mein erster Eindruck. Wir werden mal sehen. Wie gesagt, ich schreibe euch entweder hier jetzt rein, ob eins von beiden besser gehalten hat oder in die Kommentare. Wenn es hier nicht steht, dann guckt mal in die Kommentare, weil es kommt immer darauf an, wann ich das Video geschnitten habe. Davon hängt es auch ein bisschen ab, aber auch nur ein bisschen. Für mich ist es leider zu soft, weil die beiden Farben kann ich nicht benutzen. Der ist mir zu soft, der ist mir zu belanglos. Die drei sind mir zu ähnlich. Dementsprechend, die kann ich halt richtig gut benutzen, aber auch da ist es mir zu soft auf dem Auge jetzt, ne? Es müsste für mich mehr farbmäßig los sein. Vielleicht ist das bei der Greige, also bei dieser graueren, Movi, hellere oder kühleren Palette besser von der Farbauswahl, aber bei der Neutral Brown, so heißt die, ist das für mich. Ich würde sie nicht noch einmal kaufen. Das kann man definitiv so sagen. Probiere ich jetzt die andere noch aus? Ich denke nein, weil ja, für mich wäre es wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld. Dementsprechend, ich würde die nicht noch mal kaufen und selbst wenn die jetzt wie ein Wunder doch
auf meiner Lidfalte oder doch nicht in meine Lidfalte kriechen, würde ich sie trotzdem nicht nochmal kaufen, weil sie einfach für mich ist nichts Besonderes. Es ist nicht so besonders, wie ich gedacht hätte, dass es das ist. So, ich würde mal sagen, ihr sagt mir mal, ob ihr die habt, ob das bei euch besser hält als bei mir oder nicht. Und ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos. Tschüssing!